Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 im Singleplayer auf der Oberteil. Wir sitzen natürlich noch drin hier unseren Fan, wo wir gestern oft gehört haben. In der Sekunde kam natürlich die Meldung, dass unser LKW angekommen ist, ne? Um das Holz natürlich jetzt hier ins Sägewerk reinzukriegen, weil das geht ja mit den Holzloader geht das nicht, oder mit dem Holzlader, wie auch immer, ne? Der kann hier nicht abgeben, weil wir müssten hier Stämme haben, weil Schüttgut können wir hier nicht abgeben. Deshalb haben wir uns ja von Rolf hier vorne das Lager gebaut. Da stellt man sich eben hier zwischen die zwei Lampen. Und dann ist der Einlager-Trigger, sieht man ja, wo der ist, ne? Dass ich hier ganz normal hinfahren kann und kann Schüttgut abgeben. Und ich könnte ja auch Holzstämme einlagern. Das würde genauso gehen, ne? Weil ich habe ja vorne auch den Button, wo ich jetzt drauf stehe, dass ich hier einlagern könnte, ne? Und dann habe ich eben das Vorteil, den Vorteil bei Rolfsein Lager, weil der Auslager-Trigger, das Lager geht hier nur auf der Oberteil, ne? Der ist hier über einen Einlager-Trigger vom Sägewerk, also werden wir jetzt hier die Holzstämme spawnen und dann können wir die in unser Holzlager einlagern, ne? Entweder war jetzt noch was drin oder ist das Holz mehr geworden, also mehr wie 150.000 konnten wir nicht laden. Ich dachte auch, das war leer, oder? Gut, dann werden wir hier mal Holz auslagern. Wir können hier wählen, wie groß die Stämme sind. Ne? Wir können hier wirklich Stämme mit 20 Metern nehmen. Das spielt keine Rolle, weil das ist ja 1:1 fürs Holz, für unser Sägewerk. Würden wir das Sägewerk nicht besitzen, würden das Holz hier verkaufen wollen auf die Art und Weise, dann müssten wir, glaube ich, 12 Meter Stämme nehmen, weil wir dann das meiste Geld pro Stamm kriegen. Weil für die 20 Meter wird man weniger kriegen pro Meter sozusagen, als wenn wir 12 Meter nehmen. Pro Meter dann. Genau, 20 Meter und 20 Stück. Mehr geht, glaube ich, nicht. Ne? Sind 86.000. Dann werden die hier per Luftpost angeliefert. Ne? Man sieht kurz immer die Bäume. Ne? Dann drücken wir einmal drauf. Und dann sind sie drin. So, und dann haben wir jetzt hier im Sägewerk 86.000 Liter Holz. Und dann können wir natürlich unser Sägewerk wieder anschalten, die Bretterproduktion. Bretter werden verteilt, weil dann wird es auch wieder oben im Palettenwerk besser. In einer Stunde 19 Minuten, also er kriegt in 25 Minuten kriegt er ja Nachschub, das passt. Da sind wir gerade noch so rechtzeitig, also die haben da nicht die Nägel von den Paletten nicht ins Leere gehauen sozusagen, ne? So, 20 Meter, 14 Stämme und dann bleibt noch was über, oder? Kann natürlich sein, dass wirklich noch was drin war. Ja, bleiben 4000 Liter über, ne? Dann machen wir mal folgendes, 4000, 20 geht da nicht, wir haben plus 4102, 4417 Meter Stamm machen wir, ne? So, dann haben wir hier drin 150.000 Liter Holz. Das passt soweit. So, auf zur nächsten Tour. Die hätten wir eigentlich losschicken können schon, ja. Beziehungsweise sollten wir uns mal hier noch in den Punkt einfahren, oder? Das kriegen wir auch mit dem LKW gleich hin. Kann hier hinten auf der Linie fahren, da müssen wir gar nichts weiter machen. Außer natürlich anbinden. Ne? Wie weit gehen die Trigger nach vorn bis dahin? Okay. Wir müssen natürlich im Abladebereich stehen. Wo sind die anderen Markierungen? Sehe ich nicht. Das wird dann am besten Sägewerk Holzlager, ne?
Und den packen wir dann mit in den. Das heißt, Aufnahme ausgemacht. Na gut. Und den packen wir dann mit in unseren Ordner. Ich muss bloß gucken, dass ich hier noch ein Stück rüberziehe. Dass wir womöglich auch mit Anhänger rauskommen, aber das könnte funktionieren. Das können wir gleich mal ausprobieren. Ob wir da überhaupt rumkommen. Aber wir müssen hier auch noch verbinden, weil ich ja ausgeschalten hatte. Moment, das muss noch verbunden werden. Oh, hier einen Endtrigger sehe ich nicht. Ne? Ist der manchmal unter der Erde geraten? Ja, ich stehe mit dem Anhänger schön drin. Das müsste eigentlich soweit passen. Ups, nur einmal drücken. Wenderadius ist jetzt nicht zu wenig. Ne? So, gucken wir mal, ob das hier anfahrtstechnisch überhaupt passt, was wir hier machen. Ah, er hat doch auch einen Wenderadius, ist ja. So, Standard Sägewerk Holzlager geht hier in die Produktion mit rein. Ach, hier hätte es bei anklicken sollen, ne? Oder wo ordnet sich es ein? Passt das? Sägewerk Holzlager, genau. Ja, das geht. Mal gucken, ob er da hinten rumkommt. Nicht, dass wir das anders noch machen müssen. Aber normalerweise müsste das passen. Hey. Moment, wir können das eigentlich gleich richtig ausprobieren. Weil wir können den ja selber hierher schicken, dann zum Ausladen. Wir müssen ja dann nicht mitkommen. Weil das ist ja dann, wenn ich den auf Abholen, Abliefern stelle, ne, und will eigentlich hier im Sägewerk Holzlager ausladen. Sägewerk Holzlager. Na ja, gut, wir könnten doch Holzlager abholen. Wir könnten doch theoretisch gleich mal abholen. Na ja, gut, das reicht uns hier. Wir werden ja bloß Holz herbringen. Ne? So, und beladen soll er sich eigentlich. Jetzt weiß ich nicht, wo ich das. Was mache ich denn zurück? Weiß ich nicht, wo ich das finde. Es gibt ja den Punkt. Den müssten wir ja übersuchen, müssten wir den ja finden. Und kurz gucken, wie der Punkt heißt. Dort, wo wir abgesägt haben, gibt es noch einen Autodrive-Punkt. Ne? Ich glaube, der heißt hier über Wald über Feld 23. Ne? Hier Wald F2223. Dann müsste ich ja hier theoretisch, ich weiß nicht, welchen Ordner das ist, hier irgendwo finden Wald. Und da ist er. Wald, Waldstücke warten. Okay. Na ja, gut. Absoluter Quatsch. Bilder zurücksetzen. So, hier muss doch rein. Ah, Ordner zumachen. Produktion. Holzlager und hier oben müssen wir es beladen. Beladen müssen wir uns an den Waldstücken. Wo ist denn das jetzt gewesen? Muss ja hier irgendwo, hier genau. Mit Holz, ne? Er wird jetzt dorthin fahren. Wir schalten ihn mal eins weiter, dass wir über den Abgabetrigger fahren. Mal sehen, wenn er selber fortfährt, ob er dann auch von der Weg rumkommt über die Brücke.
Nämlich nicht, dass ich ja schon an Hackschnitzeln hängen bleibe. Oder? Aber gerade so, ne? Aber es reicht ja. Gut. Die Sämaschine ist noch unterwegs. 18 Minuten. Dann wird sie sogar heute fertig, würde ich sagen, oder? So, hier sind wir stehen geblieben. Haben wir noch nichts geschafft von unseren Feldern hier. Wie gesagt, das drängelt uns hier nicht, das Düngen. Also nicht in dem Maße. So, wir gucken jetzt mal. Wir müssen eigentlich von den neu angesäten Feldern noch alles düngen. Wir müssen, das geht erst dann, also Stickstoff, Stickstoff. So, ja, wird ja nicht gedüngt. Also wir müssen aber 32, 47 müssen wir düngen, 45 müssen wir düngen. Wir müssen die 39 düngen. Die 13 und die 6. Ja, wir fangen am besten oben an der 6 an. Düngen wir uns einmal ringsrum. So, theoretisch Feld 6. Erstmal so nicht ganz verkehrt. Düngerfabrik flüssig abholen geht auch nicht. Wir müssen mal kurz gucken, wo wir einen Dünger haben. Weiß nicht, was noch so im Lager drin ist. Ich meine, wir hätten auch flüssig düngen können, ne? Aber wir haben einfach so rum mehr Arbeitsbreite. So, Mineraldünger 296, ein Düngerlager ist was drin und in der Dünger- und Saatgutproduktion. Wir holen erstmal aus dem Lager. Oder aus der Produktion. So viel braucht 10.000. Wir können auch aus der Produktion holen. Da können wir das im Lager drin lassen. Hier Schüttgutabholung. Düngerfabrik, Schüttgutabholung. Dort kriegt man Mineraldünger. So, Feld 6. Können wir jetzt mal gucken, ob wir da eventuell einen Kurs haben. 42 Meter. Feld haben wir gerade nicht. So, dann schickt man erstmal hin. Und dann werden wir einen generieren, wenn wir dort sind. So, backt das immer noch fest hier hinten oder hat sich es anders überlegt? Nee. Mal gucken, vielleicht müssen wir wirklich zurücksetzen. Ich weiß es nicht. So, Kalkstreu kann man wegräumen. Wir brauchen Vitamine, aber erst einen Tag und ne? das Holz reicht auch nur für einen Tag, ne? Das ist natürlich erstmal nicht lange. So, dann mal gucken, dass wir ein paar Stumpen gefräst kriegen, ne? Das wird noch so Heidenspaß. Ich glaube, das wäre ich dann aber... Das Gewicht nicht, wir müssen die Fräse senken. Vielleicht sogar dann...
sozusagen, ich will jetzt die Sachen offline machen, ne? Also wenn ich es nicht aufnehme. Meine, so spannend ist das jetzt eigentlich hier nicht mit den Stumpfenfräsen, aber wenn es geht mit der Box relativ gut, finde ich, wenn man sich ja F4 einschaltet, dass man sie sieht, ne? Man muss dazu natürlich die Konsole aktiviert haben im Spiel, sonst geht das nicht. Oder geht das ohne Konsole aktivieren? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber die muss aktiviert sein dafür. Weil ich möchte meinen wegfräsen, geht schneller wie sägen, oder? Weil ich könnte ja auch mit einem Holzfäller-Mod, was ich habe, nutze. Da könnte man natürlich auch die Stumpen wegfräsen, aber da müssen wir 3 Sekunden lang sägen. Ich glaube schon, dass es dann effektiver ist, hier mit der Box zu fahren. Ach, da liegt ja sogar noch ein Baum. Da sieht man, manche stecken ganz schön tief in der Erde drin. Ne? Es gibt sogar 26, oder gab es die jetzt hier, da hat man die schon oder drin, ich würde nicht aufgepasst. Da haben wir nicht alles weggefräst. Was ist denn das? Kann ich nicht greifen. Jetzt haben wir sie erwischt, okay. Weil ja dieser Absägekeil, der dann einfach liegen bleibt, ne? So, LKW ist da, ne? Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Hat bestimmt blink gemacht irgendwann, ne? Oder? Hier liegt auch so ein Stück Holz. Kriegen wir das weg? Nimmt ihr nicht. Doch jetzt. Theoretisch stören uns die Stücken nicht, wenn die rumliegen. So, hier die letzten 5, 6, oder? Ach nee, vorne noch mehr. Also den nimmt er oder nicht? Doch.
So, F4 ausmachen, dass es so ein bisschen besser aussieht, ne? Wir müssen die Kettensäge nochmal auspacken hier. Der steckt auch richtig tief drin, wenn die Äste so weit unten sind. Dem Schal, weil die Bäume sind nicht sehr groß, nur 25,5 Meter, ne? Deshalb kriegt man auch so wenig Holz raus pro Baum, aber... Ich weiß nicht, ob die da drüben größer gewesen wären, aber ich glaube nicht, ne? Weil hier ist ja der Bewuchs deutlich dichter, oder? Das, was bepflanzt wurde, oder wie auch immer. Der ist doch abgeschnitten, oder? Der ist doch zu faul zum Umfallen. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich glaube so 50 Bäume brauchen wir ja, ne? Vielleicht noch ein paar weniger. Ja, hier steckt bestimmt auch richtig tief drin, oder? Ja, genau, hier. Ja, richtig tief gesetzt. Guck bloß die Spitze oben raus. Ich hoffe mal, dass wir das da alles weggefräst kriegen, aber ich glaube, das geht dann. Thank you.
So, den einen machen wir ja oben noch. Oder vielleicht den hier noch mit. Und dann noch den anderen, ne? Nee. So, wir sammeln erstmal ein. Wir müssen hier durchs Dickicht finden. Dann bis zum Sägewerk schaffen wir ja heute schon gar nicht. Achso, nee, er meldet sich nicht, weil er ja hier wartet. Ne? Dann kommen wir gar nicht mehr bis zum Sägewerk heute hier. So, guck mal, wir fahren erstmal hier pauschal einfach rein im Wald. Das sind erstmal 55.000, ne? Mehr ist es nicht. Ach so, oben der an Feld 6, der hat ja noch keinen Kurs gekriegt, ne? Fallen die jetzt aus Respekt um hier? So, kommen wir jetzt hier hoch? Ne, schaffen wir nicht, schaffen wir es hier unten bleiben. Nicht voll, unser Anhänger, ne? Aber ich würde sagen, ja, kümmern uns erstmal noch um ...37. Da brauchen wir noch 4 Bäume. Ah, bin ich reingetappt. Ja, gut. Wer weiß warum, ne? Dann werden wir hier mal noch einen Kurs machen. Wir fangen ja hier sowieso auf dem Vorgewände an beim Düngen, ne? So, ein Vorgewände reicht uns. Auf dem Vorgewände fangen wir an. 0,4, das passt alles soweit. Ups. So, dann können wir hier sagen, erster Wegpunkt, Übergabe und dann kann er los. So, und das wird Feld 06. 42 Meter. Kurs speichern. Das habe ich jetzt auch geschrieben. Ich hoffe, wir hatten jetzt nicht hier drüber gespeichert, ne? Wollte eigentlich 06 schreiben, ja, jetzt zu tief gedrückt. Jetzt haben wir 06 geschrieben, ne? Kurz was gucken hier. Wenn, dann können wir den nämlich gleich rauslöschen. 03, ausladen. Hat's überschrieben, ne? So, können wir hier den Kurs rauslöschen? Ich dachte eigentlich, dass es das dann nicht überschreibt. Hier nochmal ein Kurseditor. So, Modus ändern. Feld 3, 42 Meter, Eintrag löschen. Ja, will ich. Weil der ist nicht mehr richtig. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen eine Feierabend.
Die vier Bäume schneiden wir dann morgen in der Folge. Sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Tschüss.